Hallöchen und willkommen zurück zu Railway Empire. Es waren ja ein paar Tage Pause drin, hatte andere Sachen zu tun leider. Ich konnte nicht spielen. Aber es sind natürlich auch andere Sachen neue dazugekommen. Andere Spiele meine ich, ne? Space Base Startopia. Auch von Calypso published. Demnächst. Es gibt sogar schon ein Datum. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Irgendwann im September. Man kann wieder schon die Beta spielen, indem man sich da einkauft. Also das Spiel vorbestellt sozusagen, dann darf man das schon spielen. Ist ein komisches Geschäftsmodell, finde ich irgendwie. Also man bezahlt ein Spiel, was noch nicht fertig ist, weil man denkt, es ist gut und gut besser wird vielleicht im Laufe der nächsten Monate. Und kann, warum? Also ich meine, man schimpft immer so über Early Access einerseits, ne, was auch dafür da ist, das Spiel irgendwie zu finanzieren, also die Entwicklung so, aber vielleicht in einem früheren Stadium noch und jetzt bei Beta so, das ist so, als würden sie das Spiel schon rausbringen und sagen, ja, okay, sind halt noch Bugs drin. Ne? Also andere sagen, ihr habt das Spiel Vollpreis und dann sind Bugs drin und alle, uah! Und hier sagen sie halt, naja, ist halt noch Beta. So, keine Ahnung, wie es gedacht ist, ne? Also ob sie einfach vor dem Sommer noch Geld brauchen. Zum Beispiel, kann ja sein. Die sagen, schmeißen wir es mal lieber raus. Die Leute gehen demnächst in Urlaub. Wie soll man die weiter finanzieren? Die Gehälter bezahlen und so weiter. Verkaufen sie vorher schon mal. Kann sein, kann sein. Voll am Thema vorbei. Newcastle immer noch. Oh mein Gott. So viele sind hier noch zu liefern, so viel rum. Ich habe versucht, das zu beschleunigen. Hatte ich letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, ne? Ich mache einen Cut, bis das erledigt ist, bis wir kurz davor sind. Und dann geht es weiter. Ja, ich glaube, das mache ich jetzt wieder, weil es ist einfach nicht wirklich was zu tun, ne? Also ich habe schon hier und da ein paar neue Siedlungen in der Gründung, so einfach, um so noch Sachen freizuschalten, die wir später vielleicht noch brauchen werden. Aber so richtig, also sowas hier kann man dann mitnehmen. Aber es geht halt jetzt im Augenblick nicht so richtig voran. Ne? Man muss auf die Aufgabe da warten. Ach, so kann ich gar nicht nach da den Zucker liefern. Brauchen wir den in Adelaide? Ja, dann brauchen wir. Naja, gut. Also ich klicke so ein bisschen hier und da. Ihr kennt das sicherlich. Könnt euch das vorstellen. Das brauche ich jetzt nicht im Video zeigen. Deswegen, ja, bis gleich. So, oh Mann, ich glaube, es waren noch mal so 1,5 Stunden oder so, die ich gewartet habe. Der letzte Zug ist hoffentlich unterwegs mit 8 oder so, wenn er voll ist. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo ich den am besten abfange. Der kommt vielleicht hier rüber. Der hier ist gerade mit Zucker raus. Der hier wird bald abge... Also der ist gerade Australische losgefahren. Waren werden im gesamten britischen Weltreich immer Na beliebter. also. Na, also Irgendwas vier machen wir also richtig. neue Aufgaben. Produziere Bekleidung. Die Goldvorkommen waren ohne Zweifel ein guter Anfang. Railomite. Der wahre Schatz liegt Zeitungen. im Hinterland. Zement zu Städten Gelingt bringen. es, die noch unberührten Bis Rohstoffvorkommen 1915 haben wir zu erschließen, ist die Zeit. Zukunft Australiens gesichert. Wir haben Das den Erstarken der ersten Industrie schon setzt auch erledigt. die Hebel auf der politischen Bühne in Bewegung. Die ersten Verhandlungen über die Unabhängigkeit Australiens haben begonnen. Okay. Bekleidungs- und Zeitungsproduktion. Also wir nehmen einfach die Verlage, die sind im Augenblick nicht hier irgendwie aktiv. Deswegen können wir die relativ günstig kaufen. Bekleidung sieht schon anders aus. Wir haben in Adelaide eine Bekleidungsindustrie. Die wird gut versorgt im Augenblick. Die ist aber noch klein. Die kostet trotzdem 3 Millionen. Wir machen das und machen da mal gleich Level 2 draus. Und reicht uns das schon? Das ist jetzt die Frage. Für den Moment würde ich sagen: Rail-O-Mite. Keine Ahnung, was das ist. Da muss ich nochmal hier reingucken. Das war ein neues Produkt. Das ist Dosenbier. Das ist Railomite. Ich dachte, das sind das ist ein Leben. Ach so, gut, das ist ein Lebensmittel, ja, Railomite. Die produzieren wir hier. Den fehlt ein bisschen Gemüse, wie es aussieht. Ne? Das müssen wir mal, aber dann können wir die schon mal kaufen.
Die Gemüselieferung, das kriegen wir sicherlich noch verbessert, nehmen wir das hier an, ja. Und wir haben hier noch einen Anschluss. Das passt das so? Ja, das passt. Dann haben wir hier eine direkte Gemüseleitung dorthin. Das ist dann ein bisschen besser als im Augenblick. Ich habe das, glaube ich, über Pinno bisher gebracht, das Gemüse, also was halt übrig war. So, das können wir aber auch direkt machen. Boah, schlecht gesetzt. Wieder weg damit. Wir müssen natürlich hier die Signale ersetzen. Also hier zur Linie. Wir haben ein paar neue Loks freigeschaltet. C30 ist halt so gemischt, ne? Hat aber eine gute Zugleistung. Genauso die PRRD12. Aber die C30, die ist die neueste jetzt, ne? Die ist am besten so, warten auf freies Gleis. Das heißt, geht hoffentlich gleich los. Wir können hier noch eine Dingens einbauen, das ein bisschen größer machen. Wie viele Züge fahren denn hier im Augenblick? Das sind noch nicht genug. Okay, nee, dann ist die Größe auch in Ordnung. Und der Betrieb ist noch ein bisschen klein, ne? Also hier ist nicht viel los gewesen in der letzten Zeit. Das wird jetzt mehr, deswegen ist er noch auf Stufe 1 und es ist nicht genug Warenzeug da. Wir haben hier eine Prämie für eine neue Industrie. Was sollen wir genau machen? Wir sollen es einfach nur produzieren und das läuft schon. Die Zeitungsproduktion, die läuft eben nicht, ne? Das ist tatsächlich ein Problem, weil wir noch gar keine chemische Industrie haben, ne? Wir haben hier die Kohle nicht an. Oh. Aber war das so, dass wir das Gebiet noch nicht? Das war das Problem, genau. Wir müssen das Gebiet freischalten. Wir müssen eine Siedlung machen. Kriegen wir das hier auch hin? Ne, wir müssen Burg bauen. Gründen, meine ich. Ein großer Bahnhof. Kleiner Bahnhof. Halt! Zuerst Burg geschlossen, Bahnhof hingestellt. Großes Warendepot daneben. Gleich mal einrichten. Warenborke. Ups, der Bahnhof ist noch nicht. Den wollte ich gerne anklicken. Genau, dass wir auch ein Warenhäuschen, Wartungsgebäude haben. Und dann schließen wir das irgendwo an. Mal sehen. Dabo ist nicht der perfekte Handelspartner. Orange deutlich besser. Wir haben hier so eine gewisse Engpass. Deswegen machen wir das nicht. Ja, wir brauchen das, das, das und nee, das nicht, das. Aber warum nicht Fleisch? Können wir was produzieren wir hier noch? Später mal, können wir später gucken. Erstmal lassen wir es so. Und wir gehen direkt von hier. Darüber an dem Ort vorbei. Jetzt eine Frage, ne? Wie platzieren wir das hier? Ist das so in Ordnung? Ja, das finde ich so okay. So, das brauchen wir nämlich sowieso. Oh, andersrum. Und dann schließen wir das nämlich hier gleich noch mit an. Uff, hätte jetzt erst die Signale auf die gesamte Strecke setzen sollen. So. Versorgungsturm. Wieder so weit, ne? Da könnte man fast schon so eine Versorgungsstation hinbauen, so eine Wartungsstation. So, dann ein paar Züge von hier nach da. Gerne die. Jetzt der erste fährt mit hier. Gucken, was der zweite liefert.
Auch wieder wir. Und der dritte? Ach so, oh, wenn wir natürlich ins Warendepot liefern, dann könnt ihr ja Bier ohne Ende da. Ne? Also dann fahren die das nicht in die Stadt, aber doch, sie machen es. Ne? Also jetzt haben wir 18, 17 Bier sozusagen jetzt hingebracht. Ich klone den weiter, dass der nächste gleich Holz mitbringt. Wo ist der erste? Der ist hier. Ich klone die weiter. Hintereinander weg, aber dann reicht es mir auch. So, ganz viele Punkte. Forschungspunkte meine ich. Bahnhofsrestaurant oder eine Lok. Ich glaube, ich nehme die Lok. Damit wir hier dann so eine Sachen kriegen. Wartungsstandards und so weiter. Aber was ist das hier? Die Kupplung? Personalkosten verringert. Naja, mal gucken. Apropos, wir können gucken, ob wir eine Universität bauen können, ob schon Städte größer geworden sind, aber ich bezweifle das ein bisschen. Adelaide vielleicht? Nee, die haben ein Exportlager, die wollen keine Universität. Die unten, die hatten wir alle schon. Tja, also hier unten, ich musste eine ganze Menge bauen. Also Wollongong, also die Umgehung der Städte, Sydney, Newcastle, hier habe ich es nicht gemacht, weil wenig Platz war auch okay. Einfach damit die Züge ein bisschen schneller sind. Aber wir haben ja den Spiritus-Teil echt lange gebraucht. Ne? Was ist es eigentlich? Schnaps, was auch immer, was wir nach Newcastle liefern mussten. Und dann hatte ich ein Problem. Ich habe ja immer dieses Zucker habe ich von hier geholt, ne? Habe Schnaps hier hin. Also hier, also von Schnaps nach Newcastle. Und in Newcastle haben die dann Bier eingeladen, was sie in Wollongong brauchen. Und das bedeutete, dass die Züge aber immer hierhin gefahren sind und keinen Zucker einladen konnten, weil das Bier drin war. Da habe ich nicht drauf geachtet. Also man muss dann bei den Zügen jeweils immer sagen, in Newcastle kein Bier mitnehmen. Und dann ging das auf einmal ganz schnell. Ja, mal sehen, die anderen Städte hier. Dabo, Orange, ne? Also ich habe da jetzt nicht so super drauf geachtet, dass die immer mit allem weiterhin versorgt werden, obwohl das grundsätzlich der Fall sein müsste. Ne? Also bei Orange zum Beispiel, eigentlich haben die alles da. Die Frage ist, was fehlt ihnen? Warum sie sagen, nee, Fleisch, okay. Fisch. Fisch ist tatsächlich ein Problem. Das haben die hier auch nicht übers Warendepot bekommen, ne? Sondern das kam irgendwie aus Danny, ne? Und Danny hat auch nicht genug Fisch. Also, da kann man, glaube ich, im Landesinnern nicht so viel machen. Pinot wächst. Aber ich weiß nicht, was ich da bauen soll. Was könnten die noch gebrauchen? Gucken wir oder lassen einfach die KI entscheiden. So, wir haben in Sydney die Zeitungsverlage. Wir können noch mal ganz gucken, ob wir noch mehr Zeitung haben. Wir haben hier einen Produktionsbetrieb. Ja, es gibt noch einen zweiten. Und zwar hier. Griffin. Peter Griffin. Verlage. Kaufen wir schon mal. Die haben keine... Oh, chemische Industrie. Ich habe mich doch gerade gefragt, was könnten wir da noch bauen? Wo haben wir noch einen Platz frei? Hier, die bauen. Wachsen jetzt erst, weil wir hier Chemieerzeugnisse machen. Chemische Erzeugnisse, weil... Ja, keine Kohle dann hier. Andererseits hier, ich habe lange nicht geguckt, ne? Vielleicht haben wir ja doch Kohle in der Nähe. Aber tatsächlich ist das die nächste. Kriegen wir Kohle bis da runter. Prämie für eine Industrie. Naja, komm. Dann machen wir das. Chemiefabrik. Ja. Ob die sich das so vorgestellt haben, weiß ich nicht genau. Aber sie haben Geld ausgegeben. Ich habe es gerne genommen. Kriegen sie eben eine Chemiefabrik. So.
Okay, die andere Chemiefabrik war in Newcastle. Man könnte schon mal versuchen, ein kleines Depot hinzubauen. Ja, da geht's. Chemie Newcastle. So wollte ich es schreiben. Und das und das. Nee, größer brauchen wir es nicht. Das ist okay. Hier drüben will ich das auch noch machen. Ist hier noch irgendwo dazwischen gequetscht? Hier draußen ist es zu weit weg, leider. Das bringt nichts. Also geh jetzt, aber kriegen wir das hier noch angeschlossen, dass es gut aussieht. Gut genug, wie der Russe sagt. So. Die chemischen Erzeugnisse, also die Kohle muss ja dann irgendwo dahin. Die kommt von hier oben, von Berg. Durch Dubo. Hier. Was ist da drauf? Eigentlich muss es hier lang. So, dann ist das schon mal so weit angeschlossen. Jetzt müssen wir noch gucken, wo wir die anderen machen. Also Chemiefabrik jetzt unten in... Wo hatten wir sie? Im Bula war es nicht in Pino, ne? Naja, gut, was soll's. So, und es kommt irgendwo von da oben. Von da. Und hier die Strecke runter in der Warnschutz. Oh Gott, ist das weit. Und hier, ich glaube, dass das hier schon relativ befahren ist. Wir könnten auch hier abzweigen. Darunter geht's nicht, logischerweise. Man kann unterm Fluss keine Tunnel bauen, ne? Ne. Nicht zu dieser Zeit. Nochmal weg, oben lang. Was sagt ihr dazu, dass in Hamburg die Köbrandbrücke abgerissen werden soll? Fällt mir da gerade ein. Und durch einen Tunnel ersetzt. Ja, dort da durchfahren lässt der eine. Nee, macht er nicht, ne? So, da macht er eine Brücke da. Es ist mir egal. Ich möchte eine direkte Verbindung haben. Der Weg ist schon weit genug. Vermute, dass man hier noch einen hinbauen sollte. So, das Ding heißt Chemie Peno. Und nimmt Kohle, chemische Erzeugnisse an.
Keine Zeitung. Und ganze muss dann verbunden werden mit, wo war die andere Zeitungsfirma? Hier. Ja, das ist ja dann dieselbe Stadt, also dieselbe Richtung eigentlich, dieselbe Strecke. Und das können wir einfach dann hier so abzweigen.